Ich drücke hier drauf, dann läuft da der Counter los. Den könnt ihr so ein bisschen sehen, den kann der Vortragende sehen. Und worüber ich kurz sprechen möchte, ist der PySV. Das ist der Python Software Verband. Python als Programmiersprache kennt ihr wahrscheinlich. Wer kennt sie nicht? Ehemaliges Vorstandsmitglied. Genau, sehr gut. Python ist eine bekannte, beliebte Sprache. Und der Python Software Verband ist dafür da, die Verwendung von Python in Deutschland zu fördern. Python ist jetzt nun sehr beliebt schon. Insofern fragt man sich, was gibt es da jetzt noch groß zu fördern? Uns gibt es halt schon eine Weile und wie das so ist, Institutionen, die einmal existieren, die bleiben auch am Leben und die wollen halt auch weiter Gutes tun. Wir haben uns jetzt Folgendes überlegt. Wir haben ein ganz ansehnliches Budget. Und wir wollen nicht nur irgendwie raus in die Welt gehen und schreien, Python ist ganz toll, sondern was wir eigentlich gerne machen wollen, und das greift so ein bisschen das Thema auch von der internationalen Python-Community der letzten Jahre auf, ist die Diversität zu fördern. Was heißt das? In unserem Fall heißt das, wir werfen mit Geld um uns. Und zwar wollen wir zum einen fördern kleine Veranstaltungen, das heißt so 5 Personen, 10 Personen, 20 Personen, wo irgendwer, ob das ein Schüler, ein Student, in einer Firma jemand, ein Mitarbeiter mit einem Open-Source-Projekt ist, der sagt, ich möchte Python, ein Python-Projekt, irgendwas, was Python-Bezug hat, mit einer anderen Community in Kontakt bringen. Also ich erzähle was irgendwie in der Schule von meinen Kindern und bringe denen halt ein paar Raspberries mit. Oder ich gehe in irgendeinen Sportverein und erzähle denen irgendwas. Oder ich gehe zu einer technischen Community, irgendwelchen Embedded-Leuten, irgendwelchen Grafikleuten und fange mit denen an, ein Projekt, dieses so ein bisschen Outreach, irgendwo rausgehen, mit Leuten in Kontakt kommen. Dafür geben wir gerne Geld, maximal 400 Euro pro Veranstaltung, also 20 Euro pro Kopf. Ab 10 Leuten könnt ihr auch die 400 Euro abrufen und könnt damit machen, was ihr wollt, im Prinzip, um diese Veranstaltung zu ermöglichen. Ob ihr den Leuten Blumen kauft, Pizza kauft, Raspberries kauft, mir völlig egal. Größere Veranstaltung, wenn ihr eine Konferenz organisiert ab 50 Personen, dann könnt ihr einmalig pro Veranstaltung 1000 Euro von uns haben, wenn das Ganze Python-Bezug hat und mit einem groben Info, wofür ihr das braucht. Ihr könnt gerne sagen, ha, wir brauchen das, um das Budget auszugleichen und nicht so hohe Eintrittsgebühren zu verlangen. Oder wir wollen ein paar Leuten Reisekosten bezahlen, weil die sonst sich's gar nicht leisten können. Immer her damit. Oder wenn ihr selber an einem Projekt arbeitet, was mit dem Python-Ökosystem an sich zu tun hat und sagt, hey, wir wollen uns zu einem Sprint treffen, wir brauchen ein bisschen Übernachtungskosten, Reisekosten oder ich will mal 2 Tage mir von meinem Job freinehmen, dann gibt es dafür auch bis zu 800 Euro pro Vorhaben. Beispiele, die wir jetzt gefördert haben, sind irgendwelche Sprints, die Django-Konferenz, Jugendhackt-Veranstaltungen, genau. Das Ganze könnt ihr auf der Seite nachlesen. Es sind sehr wenig Regeln. Es ist ein sehr einfaches Verfahren. Ihr schickt uns im Prinzip bloß eine Mail und danach wollen wir noch einen kurzen Bericht und ein Foto haben und dann könnt ihr auch die Kohle schon haben. Genau. Wenn ihr als Privatperson auftaucht, dann helfen wir euch gerne dann auch über so einen Sponsoring-Vertrag, dass eure Steuer damit nicht unzufrieden ist. Und wenn ihr selber irgendwie natürlich einen Verein oder ein Unternehmen habt, dann schreibt uns einfach eine Rechnung dafür. So. Vielen Dank. Das war's. Das waren weniger als 5 Minuten. Insofern dürft ihr jetzt klatschen und ich höre auf zu reden. Okay, der nächste ist der Janosch. Oh, mit Mikrofon. Ja, bitte. Das ist ja nett. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Janosch. Und ich wollte heute einen kurzen Einblick in Cosly, Civilian Open Source License geben. Vor einigen Monaten habe ich mit ein paar Bekannten angefangen, in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz zusammen ein Tracking-System zu bauen, mit dem Verletztendarsteller bei Einsatzübungen getrackt werden sollen. Es sollte auf Bluetooth basieren, oder es ist immer noch aktuell, es basiert auf Bluetooth, ESP32, MQTT, es ist also dieses kleine IoT-Projekt, was wahrscheinlich die Hälfte aller von euch mal angedacht haben oder umgesetzt haben. Und Ziel ist es, dass, man sieht das jetzt hier so ein bisschen auf dem Foto, man hat nun einen Tunnel, das kann ein ICE-Tunnel sein, da liegen die verletzten Darsteller drin, die sollen nun gerettet werden. Das heißt, zur Auswertung der Übung und zur Betreuung der Darsteller ist es sehr wesentlich zu wissen, wer ist wann wo. Ja gut, so ein Projekt ist ambitioniert, das kriege ich nicht alleine hin.
Also habe ich mich umgesehen und gefragt, wer kann mir denn dabei helfen? Und natürlich fallen einem da Universitäten ein, weil Bluetooth-Tracking ist ein sehr relevantes Thema. Ich selber bin Masterstudent an der Uni Bonn. Ich bin auch häufig hier in der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg. Also habe ich mir mal angesehen, was es da so für Forschungsvorhaben gibt. Und die Uni Bonn hat in der Tat eine Werbung für solche Forschungsvorgaben. Also das ist jetzt keine Veröffentlichung hier, diese zwei grimmigen Herren im Flecktarn bei der NATO-Exercise Common Shield mit den drei PhD-Studenten, die im Bereich Tracking forschen. Und die nun hier wirklich mit ihrer Forschung das Training des Militärs unterstützen. Nun, ich bin Pazifist und das geht gar nicht mit meinem Gewissen. Ich kann nicht vereinbaren, dass ich eine Software schreibe, die anderen dabei hilft, zu lernen, wie man Menschen tötet. Und naja, bei Bluetooth-Tracking und den Personen und der Nähe war der Dual-Use sehr klar. Also wir reden jetzt hier nicht über Akademisches, kann eine Software missbraucht werden, sondern wirklich sehr konkret. Es gibt eine Anwendung, es gibt Personen, die ich kenne, vielleicht auch Personen in dem Umfeld, die ich um Hilfe fragen würde. Also habe ich mir überlegt, wie komme ich aus der Sache raus? Und das deutsche Urheberrecht gibt die Chance, dass man als Urheber die Nutzung seines Werks im weitesten einschränkt. Okay, ich fand Open Source schön, ich habe also sehr lange Zeit geguckt, gibt es eine Open Source Lizenz, die eine Zivilklausel hat. Ich habe da aber auch nichts Schönes gefunden. Also habe ich meine eigene geschrieben. Ich habe mir die OpenSSL Lizenz genommen, die ist im Gegensatz zu vielen anderen Open Source Lizenzen wie der GPL recht kurz. Und das einzige Ziel dieser OpenSSL Lizenz ist, diesen Disclaimer zu propagieren, sodass jedes Projekt, was OpenSSL verwendet, eben diesen Disclaimer zeigt. Also habe ich da reingeschrieben, so hört sich zu dem Disclaimer, this software must not be used for military purposes. It includes use in context of military operations, trainings, maneuvers, combat, use by armed forces, private military companies and intelligence services und drittens, use in cooperation with such organizations. Please contact info@fieldtracks.org for written permission in dual-use situations, clarification for specific organizations und sehr wichtig, relicensing for inclusion in other open-source projects. Also ich möchte keine open-source-Projekte aussparen, insbesondere dann, wenn sie sich nicht um taktisches Training kümmern. Aber bei dem ganz spezifischen Use-Case war das ein relevanter Weg. Um es zusammenzufassen, wer jetzt vielleicht die Sache interessant findet, sich darüber informieren möchte. Ich habe den Text auf einer Homepage gestellt, auf cosly.eu. Es gibt da keine Verbindung zur Europäischen Union, außer dass die Domain noch frei und recht günstig war. Gewissensentscheidungen sind immer persönliche Entscheidungen. Fragt euch selber, ob ihr die Nutzung einschränken wollt oder nicht. Es gibt das auf jeden Fall her. Das deutsche Urheberrecht und natürlich ist die Einschränkung von Freiheiten gerade in der Open-Source-Welt recht kontrovers. Aber wenn man über Zivilklauseln nachdenkt, ich finde, es ist mehr als einfach nur BSD versus GPL und welche Freiheiten man einschränken möchte. Ja, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Jo, dankeschön. So, der Thomas ist der Nächste und nach dem Thomas ist der, du wahrscheinlich, oder? Freeman. Okay. Pass auf. Ja, begrüße euch zum Lightning Talk. Wir haben kurzfristig eingereicht, weil es hat nicht gereicht zum ganzen Vortrag, wobei wir das schon auf der Python-Messe oder Hausmesse sozusagen in Köln, das Python-Camp, was mehrere Tage dauert, auch schon sehr gut diskutiert haben. Das Thema geht hier im Wesentlichen, das finde ich gut, dass du auch jetzt spontan dazugekommen bist, Algorithmen in der digitalen Bildung oder Transformation. Wir haben eben einen kleinen Witz gemacht, es gibt keine digitale Bildung, es gibt nur eine Bildung oder keine, damit wäre sie digital. Und einen Namen braucht das Kind und das haben wir dann mal Algorithmic Thinking genannt. Was dahinter ist und ein bisschen Motivation dazu, ist eigentlich hier jetzt der Sinn des Vortrags.
Ihr habt ja die Keynote wahrscheinlich gehört. Leider kam ich da ein bisschen zu spät, aber Algorithm Watch, Algorithmenethik und diese ganzen Dinge. Und da gibt es so viele Leute, die darüber diskutieren, eine ganze Gesellschaft. Aber in der Öffentlichkeit, also nicht hier, wird es nicht verstanden. Was ein Algorithmus, wie kommt man dazu, was ist damit auf sich? Sie treffen Entscheidungen. Früher hat man nur Big Data, keiner hat über Algorithmen gesprochen. Algorithmus ohne Daten ist auch nicht viel. Aber alle haben Angst und alles unkontrollierbar. Es ist natürlich okay, dass wir so eine Diskussion haben. Eben hat es eben Dual Use, das Thema, natürlich auch ganz wichtig. Gibt schon lange. Aber unser Ziel ist es, eine Aufklärung der Öffentlichkeit, aber angstfrei. Mit Experten ist so eine Sache. Es gibt auch einen Expertenkult. Jeder ist ernannt zu irgendetwas. Wir versuchen, ein paar Leute vorzustellen und wer dahinter steckt, dass man wirklich auf eine breite Schulter das verteilt. Wichtig ist, dass wir Multiplikatoren quasi einbinden. Das ist für uns die zentrale Anlaufstelle. Das sind quasi Lehrer in der Schule, längs der gesamten Bildungskette. So, was unser Hauptanliegen ist eben das Algorithmen und ein gutes Verständnis derer, sind eigentlich das Kernthema der digitalen Bildung. Und wir wollen zwei Sachen, dass man nicht nur in der Theorie irgendwas lernt, sondern ein problemlösungsorientiertes Denken, also Problem Solving, und dass man das auch umsetzen kann. Und genau wie Design Thinking sind wir ein bisschen nach längerem Suchen auf dem Namen, auf dem Logo gekommen. Irgendwie muss man ja präsent sein. Das ist also kein Ersatz für andere Sachen, nicht eine neue Methodik. Wir wollen tiefer reingehen, weg von dem Math, also schwierige Mathematik und sonst was. Das ist alles sehr, sehr komplex. Aber man kann auch da hinkommen, man kann es spielerisch machen. Hier ein gutes Beispiel. Python Softwareverband haben wir ein schönes Spiel gemacht, Wettbewerb. Da sitzt eine junge Dame, Studentin vor fünf Jahren sogar. Und das war ein kleiner Ansatz vom Python Softwareverband. Die Initiativgruppe seht ihr hier. Das ist im Wesentlichen um Professor Trottenberg mit der Fliege, wer ihn vielleicht kennt. Emeritierter Professor des Sky-Instituts hier in Fraunhofer. Früher GMD, Gesellschaft Mathematik Datenverarbeitung. Hat über 20 oder zumindest ein Dutzend Firmen gegründet. Sehr erfolgreich auch, hat im Massiv-Parallelrechner-Bereich gearbeitet und gewirkt und dort auch massiv parallele Algorithmen entwickelt. Simulationen, finite Elemente, Strömungsmechanik etc. etc. Aber nicht nur die Software, auch Hardware. Das Interessante ist, dass wir hier aber verschiedene Stakeholder ansprechen wollen. Und wir hatten letztes Jahr in die Politik reingehorcht, NRW, da waren Landtagswahlen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Leute anders zu tun hatten. Die Leute heißt die Politiker. Und wir hatten da jemanden angesprochen, Herrn Lindner zufällig, und der hat gesagt, ich habe eine bildungspolitische Sprecherin, das ist die Yvonne Gebauer, die kommt mal vorbei. 3-4 Monate später war sie dann Bildungsministerin, weil sie eben reingekommen ist. Das war aber nicht geplant, aber für uns nicht schlecht. So, also wir versuchen dieses Thema zu adressieren, weil Lehrer sind hier, Ländersache, und auch auf Bundesebene. 3 Punkte, die wir meinen, wie man das auch in der Öffentlichkeit erklären kann. Professor Trottenberg hat in der Prisma, wer kennt die Prisma, eine Zeitschrift, so Beilagen, 4 Millionen Leserpublikum, da kann man also schon einiges erreichen. Und wir wollen also algorithmisches Verständnis erreichen. Was sind Algorithmen? Prinzipien. Das Denken, also jetzt nicht zum Thinking, aber das ist ein zweiter Prozess, dass man eben im Prinzip diese Problemlösung angehen kann. Und für uns hat das alles eine übergeordnete Bedeutung, als Methode, Problemanalyse, wie schon erwähnt, und das ist auch sowas wie eine Vorgehensbeschreibung. Also wenn ich in die Industrie komme und dort ist unser tägliches Brot, da gibt es Vorgehensmodelle, Verfahren, hier eine Methode, dort, aber richtiges Verständnis, warum machen wir es, was bringt es an der Stelle? Da habe ich einen Algorithmus dahinter, Verifikationsverfahren etc., immer schwierig. Und zum Schluss wollen wir natürlich ganz konkret Algorithmen aus verschiedenen Bereichen. Und dort habe ich das Wort STEM, kennt jeder wahrscheinlich, STEM, also deutsche MINT, steht für STEM, Science. Gut, ich wiederhole es nochmal, Science, Technology, Engineering, Math. Was heißt denn das A? Hat es jemand schon mitbekommen, USA? Die sagen, das ist nicht nur linke oder rechte Gehirnhälfte, auch ein Künstler oder irgendwie, hat Ingenieur, ist auch kreativ und durchaus betroffen von den Sachen. Und das ist das A, Arts. Also wir wollen alle Bereiche einschließen. Wir haben hier Journalistinnen, die im Python User Club dort sehr stark aktiv sind. Und ja. Bitte? Ja. genau, Freemint. Bitte? Das ist die Restzeit, ja? Alles gut. HDMI? Ja. Sollte.
Zwei. Spiegeln, genau. So, was sieht man jetzt so blau? Mach mal noch, klick mal auf Spiegel und dann hier auf Anwenden. Anwenden, okay. Was jetzt die Maus hin? Ich habe sie gesehen. Warum verschwindet die? Kannst du sonst auf den, guck mal, du hast einen Kontrollbildschirm, das heißt, wenn du das Terminal da hinlegst, dann solltest du es eigentlich. Jetzt sollte das. Ja, behalten. Sieht man was? Hallo, ich möchte euch heute ein wenig was über die Programmiersprache Picolisp erzählen, aber da man eine ganze Programmiersprache schlecht in 5 Minuten zusammenfassen kann, gehe ich nur auf einen, sagen wir mal, relativ interessanten Aspekt von Picolisp ein, nämlich Picolisp ist eine rein interpretierte Lisp-Sprache. Das heißt, man hat jederzeit auf den Abstract Syntax Suite, der ausgeführt wird, Zugriff und kann damit halt witzige Sachen machen. Ich habe schon mal so ein paar Beispiele angeschrieben, die so ein bisschen in den Syntax einführen, und da gehe ich jetzt lang. Also man sieht, man kann Zahlen multiplizieren, und der Multiplikationsoperator, wie man hier sieht, kann auch mehrere Teile nehmen. Und der Gedanke ist jetzt, ich will jetzt am Beispiel der Fakultätsfunktion das Ganze machen, weil es relativ schön ist. Wir erzeugen uns eine Liste der Zahlen von 1 bis 12 und hauen dann den Multiplikationsoperator drauf, und das wäre entsprechend unsere Fakultätsfunktion. Und dann gucken wir auch nach, ob die sich so verhält, wie wir wollen, indem wir einfach mal diese Funktion auf einen Haufen von Werten werfen. Ja, das sieht gut aus, die Zahlen kenne ich. Und jetzt hatte ich ja gesagt, dass man jederzeit auf den Code als Syntax-Tree zugreifen kann. Und das mache ich jetzt einfach mal. Das Symbol FAK ist an die folgende Liste in folgenden Ausdruck gebunden. Und was das in der Praxis heißt, ist, dass ich nicht nur. Dass ich jetzt nicht das Symbol FAK stehen hatte, sondern entsprechend gleich den Listenausdruck genommen habe und mit denen gearbeitet habe. Was das jetzt heißt, wenn das eine Liste ist, ist, dass man da auch Programme drüber jagen kann. Zum Beispiel Replace, und wir wollen. Wir haben jetzt in der Definition einfach in der Liste das M durchs M ersetzt. Und jetzt habe ich hier schon irgendwo was vorbereitet. Wenn man bisher kann ich nur auf einer einfachen Ebene Listen ersetzen. Jetzt habe ich mir ein kleines Programm geschrieben, was rekursiv eine Liste lang geht und entsprechend die Symbole ersetzt. Das heißt, wenn wir uns nochmal Fakultät angucken, da erzeuge ich ja die Liste, beginnt Anzahl mit 1, und mit 1 multiplizieren bringe ich nichts. Also ersetze ich einfach mal eine Definition von Fakultät, die 1 durch eine 2, und tada, ist soweit. Jetzt kann man auch noch überlegen, ja, wenn man lange Symbole hat, dann müssen die länger verglichen werden. Oder nee, in dem Beispiel
Wenn wir uns diese TreePlace-Funktion angucken, dann sehen wir da drin hier hinten nochmal so einen Ausdruck, der ausführbar aussieht, wo das if drin ist, und der verwendet die lokale Variable x. Und sagen wir mal, x ist nicht sehr gut selbst dokumentierend. Deshalb setzen wir jetzt den Wert von TreePlace auf eine getreeplaced Version von TreePlace, in der wir x durch sub ersetzen, weil wir da entsprechend über alle Unterausdrücke einer Liste arbeiten. Und wenn wir das machen, tada, haben wir eine ausführbare, besser dokumentierte Version dieser Funktion TreePlace, die ich gerade eben geschrieben habe. Das heißt, man kann Code als Daten auffassen und mit den typischen Datenoperationen, die man in List so hat, auf dem Code rumhacken und sich damit bauen, was man will. Danke. Ja, genau, ich glaube, das ist jetzt Otto, genau. Der Klaus mit dem Otto. Ach, Klaus. Entschuldigung. Du brauchst keinen Beamer, hast du gesagt? Oder? Alles klar. Wie so schnell nicht. Gut, dann nimmst du das Mikrofon und erzählst uns was. Guten Tag, mein Name ist Klaus Benecke. Ich möchte hier unsere Programmiersprache vorstellen. Die startet jetzt nicht von Lisp oder sowas ähnliches, die startete bei SQL, und wir wollten SQL auf strukturierte Tabellen verallgemeinern. Aber uns hat eben diese ganze Normalisierung gestört, weil ich immer sage, wenn ich eine strukturierte Tabelle auf drei Tabellen normalisiere, und dann soll der Nutzer die ganzen Join-Bedingungen schreiben und so, da erreichen wir den Endnutzer nie. SQL hatte früher also den Anspruch, die Endnutzer zu erreichen, und ich meine, dieses Ziel ist nicht erreicht. Wir haben also eine Sprache, die kommt eigentlich ohne Join aus. Und erst recht natürlich ohne kartesisches Produkt, obwohl wir das kartesische Produkt drin haben. Aber das ist nur Makulatur sozusagen. Und bei uns geht das im Prinzip so weit, dass wir sogar die Summe von 1 plus 2 mal 3 neu berechnen wollen, dass da nicht das rauskommt, was wir in der Schule lernen, weil dieses ganze System, der wie wir Terme schreiben, zu kompliziert ist für einen Endnutzer. Da muss man sich also merken, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Das heißt, ich fange beim Term einfach in der Mitte an zu rechnen, obwohl gar keine Klammern da sind. Und da habe ich also festgestellt, dass viele dieses Problem schon gar nicht mehr lösen können. Und ich behaupte sogar, dass vielleicht drei Viertel der Weltbevölkerung 1 plus 2 mal 3 falsch ausrechnen. Nicht so, wie es in der Schule war. Und das liegt natürlich auch daran, dass Taschenrechner heutzutage häufig auch hier 1 plus 2 mal 3 9 rauskriegen. Das heißt, es gibt ein totales Durcheinander. Und genauso ist es, wenn Sie schreiben Sinus von Cosinus von x. Wenn Sie das ausrechnen, nehmen Sie x und dann Cosinus und dann Sinus. Das heißt, Sie rechnen wieder von rechts nach links. Die normale Rechnung geht von links nach rechts. Und genauso ist es, wenn Sie hoch bilden, x hoch y hoch z, dann rechnen Sie auch von rechts nach links. Und da bin ich der Meinung, da ist der Endnutzer total überfordert, und deswegen müssen wir auch hier einfachere Sachen machen und einfach sagen, ich rechne immer von links nach rechts und von oben nach unten. Und dann sparen wir sogar noch viele Klammern. Und wenn man sich das Otto anguckt, ich habe also hier einen Vortrag gehalten auf der FrostCon-Vorkonferenz, die heißt Schulfrei, dort ist ein kleiner Artikel, da steht auch die E-Mail-Adresse drin, und dort können Sie sich dann das im Print, oder könnt ihr euch das dann ein bisschen näher angucken. So, was gibt es noch zu sagen? Ich wollte also beweisen, dass das für Otto Normalverbraucher ist, deswegen heißt die Sprache Otto, und bin deswegen ins Gymnasium gegangen, und dann dachte ich, naja, wenn man irgendjemand erzählt, dass man in irgendeiner Spezialschule mit besonders Interessierten ist, dann glauben die einem nachher auch nicht, dass die Sprache so einfach ist. Deswegen bin ich sogar in eine Sekundarschule gegangen, muss aber dann sagen,
dass das erstens natürlich relativ schwierig ist. Ich wollte immer in den regulären Unterricht. Ich bin aber kein ausgebildeter Lehrer, ich bin Mathematiker. Und die haben mich nicht in den regulären Unterricht gelassen. Und ich habe auch versucht, sagen wir mal, ich habe vor 5 Jahren die Uni verlassen und wollte Geld haben, um die Sprache zu kommerzialisieren. Habe da also nichts gekriegt bisher. Sie können sich vorstellen, dass ich dann ein bisschen sauer bin auf dieses System, weil ich so viele Versuche unternommen habe und alles nicht geklappt hat. So, jedenfalls war ich in der Sekundarschule und dann hatten wir damals noch eine andere Syntax. Wir können also jetzt 5 Zahlen hintereinander schreiben da plus plus oder wir schreiben plus plus durch und kriegen den Durchschnitt raus. Und wir legen also die Methodik an erster Stelle und die Effizienz an zweiter Stelle, weil ich der Meinung bin, der das, was methodisch am besten ist, setzt sich langfristig sowieso durch. Das war in der Informatik immer so, von MS-DOS zu Windows und so weiter. Und das wird bei Programmiersprachen sicher dasselbe sein. Was sich am leichtesten erlernen lässt, wird letztendlich gewinnen. Und davon bin ich immer noch überzeugt, obwohl mir noch bestimmte Erfolge fehlen. Und da war es also so, ich habe denen 20 Mal erzählt, was AVG heißt, dass das Average heißt. Heute denke ich, die Kinder lernen alle so viel Englisch, die werden ständig mit Englisch konfrontiert. Die konnten sich das nicht merken. Und deswegen habe ich da jetzt plus plus durch, weil jeder Schüler wusste, was der Durchschnitt ist. Ich bilde die Summe, also plus plus, dividiere durch die Anzahl. Und trotzdem, das sind so eine kleinen Sachen, die ich mir auch nicht so richtig erklären konnte, warum ich das, obwohl ich das 20 Mal erzählt habe, nicht in die Hörner reingekriegt habe. Laut Wiki-Seite wollte ich sagen, laut Pat sind wir durch. Gibt es noch jemanden, wir hätten noch Zeit, der sonst noch was beitragen möchte? Teil 2 nächstes Jahr. Dann danke ich euch für eure Zeit. Denkt drüber nach, ob ihr nächstes Jahr auch einen Lightning Talk halten wollt. Und ansonsten Mahlzeit.